Hallo, mein Name ist Christian Walter von TradeVola und heute würde ich Ihnen gern zeigen, wie Sie mit der Trader Workstation von Interactive Broker das Ganze so einstellen, dass Ihre Orders auch außerbörslich ausgeführt werden und welche Möglichkeiten es gibt. Das schauen wir uns jetzt hier direkt in der TWS an. Wir sehen jetzt hier die Aktie von Mattel und haben hier oben das Order Entry Fenster, wo ich jetzt als Beispiel einen Preis festlegen kann, zu dem ich die Aktie verkaufen möchte, als Limit Order als Beispiel zu 12,06 $. Und dann können Sie hier direkt reingehen und auch sagen, im Englischen heißt es jetzt Fill Outside Regular Trading Hours. Das heißt einfach den Haken hier setzen und das Ganze wird dann auch außerhalb der Handelszeiten im Prinzip ausgeführt. Man erkennt das dann unten immer an diesem Ausrufezeichen direkt neben der Duration, also neben der Gültigkeit der Order, die jetzt hier nur tagesgültig ist. Das heißt, meine Order, die man jetzt hier sieht, die würde jetzt auch nach 22 Uhr noch ausgeführt werden. Sie sehen sogar die Zeiten, der Handel geht dann in der Form noch bis 20 Uhr amerikanische Zeit, würde bedeuten bis 2 Uhr in der Nacht unserer Zeit. Kann diese Order rein theoretisch noch ausgeführt werden. Wenn man dies als Grundeinstellung gleich festlegen möchte, dann können Sie hier mit der rechten Maustaste auch direkt in der Order-Spalte direkt auf dieses Symbol klicken. Ich glaube, rein theoretisch können Sie es auch auf jeden anderen Bereich machen. Da gibt es ein Fenster Grundeinstellungen oder Configure Order Presets, also die Order Grundeinstellungen, die möchte ich verändern. Dann erhalten Sie hier dieses Fenster und hier können Sie festlegen, ob Ihre Order dann auch außerhalb der Handelszeiten aktiviert werden soll oder gültig sein soll. Das wäre jetzt hier einmal nachbörslich oder unten dann vorbörslich. Das heißt, Sie können immer nur eins von beiden auswählen, also entweder die 4 Stunden nachbörslichen Handel oder die 1,5 Stunden, die wir hier in Amerika zumindest als vorbörslichen Handel haben. Das heißt, wenn Sie hier den Haken gesetzt haben und okay, muss ich das im Prinzip gar nicht mehr ändern, dann ist der Haken, wie Sie hier sehen, auch gleich drin, dass diese Orders dann auch dementsprechend außerhalb der Handelszeiten mit ausgeführt werden. Und wenn Sie sich jetzt in der Form nicht sicher sind, wie lange so etwas handelbar ist oder welche Zeiten hier sind, können Sie im Prinzip das auch immer direkt bei der Aktie einmal prüfen. Das heißt, dann können Sie direkt in den Chart klicken und wenn Sie jetzt gerade im 15-Minuten-Chart oder auch im jeden anderen Intraday-Chart sind, sehen Sie im Prinzip unten hier direkt die Uhrzeiten. Das bedeutet im Prinzip, es endet hier teilweise 16 Uhr und wenn man mit der rechten Maustaste in den Chart klickt, Chartparameter anklickt, dann haben Sie hier auch Show Data Outside Regular Trading Hours. Wenn das nicht angeklickt ist, sehen Sie jetzt nur den Haupthandel und da können wir dann ganz klar feststellen, wenn ich jetzt nochmal ganz kleinen Schritt zurückgehe bei 5 Minuten, das Ganze geht von 9:30 Uhr bis 16 Uhr. Nicht wundern, das ist jetzt amerikanische Zeit eingestellt. Also da sehen Sie genau die Haupthandelszeiten und das kann man nur einfach im Chart ablesen. Also das so viel dazu. Falls Sie noch weitere Videos sehen wollen zur TWS oder zur Anwendung, dann subscriben Sie bitte zu unserem Channel, sodass Sie auch in Zukunft keines dieser Webinare verpassen und immer auf dem neuesten Stand sind. Vielen Dank.